Den Gipfel begleitet unser Korrespondent Marlon Amoyal. Marlon, kann die Premierministerin überhaupt mit irgendetwas rechnen? Ja, Michael Kolz, der Strohhalm, an den sich Theresa May hier klammert, der ist tatsächlich etwas dünn. Es ist so ein bisschen ihre ganz persönliche Mission Impossible, denn gestern hatte sie zwar noch einmal das Misstrauensvotum ihrer eigenen Parteikollegen der Tories überlebt, ein Achtungssieg davongetragen, aber hier in Brüssel heißt es von allen Seiten, Theresa May könnte sich höchstens einige semantische Zugeständnisse erhoffen. Die großen Änderungen am Vertrag, die werden nicht vollzogen werden, denn das sei, das sagt ein EU-Beamter uns hier heute, wie ein Mikado, wenn man einen Stab herausziehen würde, dann würde das ganze Konstrukt zusammenbrechen. Und so hat Donald Tusk, der Ratspräsident, heute Morgen noch einmal gesagt, es sind Gespräche in letzter Minute. Aber wenn, dann gibt es, wie gesagt, nur Zugeständnisse, vielleicht an dieser semantischen Linie, weil der Vertrag, so wie er in den letzten zwei Jahren hart und lang und zäh ausgehandelt worden ist zwischen London und zwischen den europäischen Staaten, zwischen der Europäischen Union, dieser Vertrag, der wird nicht mehr angetastet. Was könnte das dann für den Brexit bedeuten? Europa stellt sich ja auch auf einen Hard Brexit ein. Aber wenn Theresa May ohne Ergebnisse zurückkommt, was bedeutet das auch für Sie und dann für die Abstimmung in London? Ja, zunächst einmal hatte sie ja angekündigt, heute, bevor sie nach Brüssel gereist ist, dass nicht mehr vor Weihnachten in Großbritannien abgestimmt wird. Aber Sie haben recht, ein mögliches No-Deal-Szenario wird damit wahrscheinlicher. Man muss sich ja noch mal in Erinnerung rufen, am 29. März um 23 Uhr britischer Zeit, das sind 106 Tage, tritt das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union aus. Und wie gesagt, im Grunde genommen muss sie noch irgendetwas versuchen, mit nach Hause zu bringen hier von diesem Gipfel, mit dem sie vielleicht noch die ein oder anderen Kritiker an dem jetzigen Brexit-Abkommen überzeugen kann, damit sie eine Mehrheit im Unterhaus kriegt. Denn letztlich kommen wir ansonsten in die Situation, dass wir tatsächlich mit einem ungeregelten Austritt rechnen müssen. Da bereiten sich beide Seiten drauf vor. Keiner will das eigentlich, aber die maximale Entnervung ist hier auch bei den europäischen Partnern schon lange erreicht. Sie benutzen vorhin den Vergleich mit Mikado, hätte Ihnen ein europäischer Beamter gesagt. Warum kommen die Europäer jetzt nicht überein, keiner will ja den Hard Brexit, doch irgendwo noch Zugeständnisse zu machen? Naja, es geht ja noch immer um diese zwei Themen, die Theresa May hier auch noch mitgebracht hat, noch einmal. Und das ist zum einen die in Großbritannien so ungeliebte Backstop-Regel. Das heißt, dass nach einem Ausscheiden Großbritanniens, wenn man sich dann nicht innerhalb von 21 Monaten, das muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen, einigt, dann würde Großbritannien in der Gänze zusammen mit Nordirland in der Zollunion bleiben, weil man eben verhindern möchte, dass zwischen Irland und Nordirland ein neuer Konflikt entfacht. Es gab heute auch Gespräche zwischen Leo Varadkar, dem Präsidenten von Irland und Theresa May. Da ist nicht so viel nach draußen gedrungen. Aber an dieser Stelle, da halten die Europäer fest. Sie sagen, das ist ihre rote Linie, über die können sie nicht gehen. Und das Einzige, was sie hier anbieten, und das ist auch das, was die Kanzlerin ja hier nochmal mitgebracht hat, ist so ein Stück weit, dass man Zusicherungen machen kann, dass es auf jeden Fall nur im äußersten Notfall zu einer solchen Backstop-Regel kommen kann. Aber sie merken schon, es geht hier wirklich darum, dass man schon in der Spiegelstrich-Debatte ist am Vertragstext. Und vor allen Dingen an der politischen Einigkeit der europäischen Partner ist auch am heutigen Tag kein Zweifel. Das klingt spannend. Wir bleiben dran. Wir sprechen uns nachher, wenn es denn vielleicht ein Zwischenergebnis gibt. Herzlichen Dank, Marlon Amoyal.